Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dark Souls 3, meine Freunde. Ich bin Vito und wir machen jetzt endlich mal wieder weiter hier. Zunächst einmal danke dir, Alan und Klar, dass ihr mir gesagt hattet, beide, wo oder wie man zu dieser Leiter kommt. Das werden wir jetzt auch mal direkt uns anschauen. Und zwar, ihr hattet gesagt, wir sollen hier runter zu den Tiefen. Zu den Tiefen. Und dann hier nach links und diese komischen Baumfrauen, meintet ihr, sollen wir killen? Genau, hier schön dran vorbei an dieser blöden Krabbe. Easy. Ich hoffe mal, dass die jetzt hier nicht hochkommen. So, gucken wir mal, ob die hier lebt. Jo. Heimkehrknochen, sehr wichtig natürlich. Die braucht man auch. Gut, hier ist aber nichts. Oder warte mal, was steht denn hier geschrieben? Leiter voraus. Okay, also wir wissen, hier wird die erscheinen, die Leiter. Aber wir sollen wohl noch alle anderen Bäume killen. Dann machen wir das auch. Gegenstand nehmen. Köder. So, du bist auch weg. Bup, bup. Das müsste die letzte sein, glaube ich. Blitzgefrierung. Den Zauber haben wir zwar schon, aber egal. Haben wir ihn halt zweimal. Dann ist das so. Ach, guck mal, da oben ist jetzt die Leiter erschienen. Gut, dann bin ich mal gespannt. Ja, schick haben sie es hier. Sieht gut aus. Das wird hier wieder die längste Leiter ever. Und die Legende besagt, dass der Leitertyp von Dark Souls 2 jede Leiter gebaut hat. So, noch eine Leiter. Und dann haben wir es auch. Bup, 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 bup. Kommt sie durch. Bloß nicht runter gucken. Haben wir es jetzt gleich mal? Ah, schön. Jetzt können wir erstmal die Aussicht genießen. Und was kriegen wir? Eine Titanitscholle. Diese Kackviecher, ey. Echt, ey. Ein Traum. Gut, dann haben wir es geschafft. Jetzt hattest du gesagt, Alan, wir hätten noch einen versteckten Pfad übersehen. Das gucken wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Und dann geht's direkt zur Schwester. Zur Schwester unseres Herzens. Genau. Ich wollte hier mal ein bisschen die geborstenen Augäpfel hier benutzen. Einfach um die Altgegenstände so ein bisschen nebenbei zu farmen. Werde ich aber rausschneiden dann, wenn wir PvP machen. Einfach damit wir mehr
Zeit im Video haben für uns. Gut, du sagtest, hier unten irgendwo hätten wir einen Pfad übersehen. Ich bin gespannt. Ich dachte, den können wir noch so richtig schön aus der Luft hier so wegschnetzeln wie in einem Anime. Ach Mann. Ach schön. Gut, da wären wir wieder. So, wir rollen hier mal so ein bisschen hier gegen die Wände. Nein. Hier ist nix. Aha. Guck mal, das hätten wir übersehen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Crystal Lizard. Dunkeltitanit. So, du gehst erstmal weg. Haben wir hier noch was? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ich schätze mal, geht es hier nur runter. So, wir gehen nochmal ganz kurz zurück, holen uns unsere Seelen zurück, weil das waren ja schon echt viele. Und mir ist gerade mal so aufgefallen, dass wir es noch nicht gemacht haben. So, komm her. Wo liegen die? Da. So, bub, bub. Gut, jetzt ist nur die Frage, wo bringt uns das denn hier hin überhaupt? So, gehen wir mal hier hin. Aber ich schätze mal, man kann da hinten da auch runterspringen, schätze ich jetzt mal. Der ist da runtergefallen. Hier können wir auf jeden Fall nicht runterspringen. Also können wir, aber das wäre tödlich. Das war knapp. Soll man hier überhaupt runterspringen können?
Ich hoffe, hier gibt es am Ende irgendwas richtig Geiles. Sonst lohnt sich das halt gar nicht, diesen blöden Parcours hier zu laufen. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. So. Was haben wir hier? Teilflamme der Pyromantie. Was ist das? Was kann das? Teilflamme der Pyromantie. Die Pyromantieflamme des fahlen Pyromanten Dunel. Ist das jetzt eine verbesserte Variante von der Pyromantieflamme? Ich schätze mal, oder? Glut wird benötigt und dann Zeit für die Resche. Das klingt doch gut. Ach, das ist er. Dem gehört die Flamme, die wir gerade gekriegt haben. Zeit für die Resche. Chaosphäre. Ja, nice, Alter. Ja, geil. Schön, dass wir das hier noch mitgekriegt haben. Jo, und jetzt wird's Zeit für Frieda, würde ich sagen, ne? So, hauen wir das mal alles raus. Oder vielleicht gehen wir doch noch mal ganz kurz im Feuerbandschrein. Bisschen leveln. So, leveln wir mal kurz. Gehen wir wieder hier auf Glaube und Intelligenz. Geil. So. Let's fetzer. Schön Bossfight. So, Schwesterherz, komm mal ran auf den Meter jetzt. Jetzt geht's los hier. Zeig, was du kannst. Bring Frieda to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? Soon will it surge. I can see it, feel it. Fret not, father. We have no need of thy flail. 'Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I would snuff out these ashes for good. Komm her hier. Gut, wenn du hochspringst, muss ich durchrollen, das weiß ich noch. Genau so. So, komm, mach deinen Jump nach oben. Ach, Dreck. So, komm, spring. Trau dich. Ich
wollte gerade rollen, ne? Genau das wollte ich machen. So, wenn er nach da springt. Dann springt die also hinter uns. So, jetzt spring hoch, Alter. Komm. Spring hoch. Okay, warte. Dann spring die nach... Hier. Mann. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es komplett vercheckt, wann die wohin geht. Ja, jetzt haben wir es. Genau, jetzt ist sie hinter uns, glaube ich, ne? So, komm, mach dein Ding. Ja, geht doch. Nur sein Kopf ist einfach wie so eine Schildkröte, ey. So, komm her. Nice. So, Friede. So. Machen wir so.
Hier. Oh Mann! Blöde Kuh, ey. Gutes Ding. Rekordverdächtig. Wo liegt sie? Hallo? Ach da. Und okay, weg. Erstmal wieder auf Abstand. Irgendwie einen Angriff triggern von ihr. Alter. Nein. Jo. Komm her hier. Und hopp. So, da haben wir sie. Easy. Und auf ins zweite DLC. Kurz mit ihm hier oder ihr hier reden. Gegenstände kaufen. Gegenstände verkaufen. Nö. Nö. Brauchen wir nicht. Genau. Hier hatten wir ja auch schon alles geholt gehabt. Das heißt, das Gebiet hier können wir auch mehr oder minder skippen. Upp, upp. Wie geil diese Leiche einfach darunter ballert.
Schönes Ding. Funkeltitanit. So, jetzt kommt hier wieder dieser Reuden-Drecksgegner. Oh, ich hasse diese Engel, ne? Ja, komm her. Oh shit, oh shit. So. Oh Mann, lass mich doch hier raus. Jo. Oh, schön. Genau, hier haben wir auch schon alles geholt gehabt. Ah, jetzt sind wir daneben gefallen. So, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man dieses Item da bekommt. Aber ich wette mit euch, das ist wahrscheinlich eh wieder so ein... Weiß ich nicht, einfach eine Seele oder so. Irgendeins, das man nicht wirklich benötigt. Und der sich diese Engel als Gegner überlegt hat, sadistisch. So, auf geht's. So, ganz knapp vergiftet worden. Das haben wir auch schon alles gemacht hier beim letzten Mal. Das war auch eine übelst Kackstelle hier. Vor allem diese Pyromantie-Tusse hier, die ist unerwartet stark, Alter. Bup. Schnell hier runter. Und hier runter. Gut, dann geht's einmal zum Feuerbandschrein. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen aufsteigen.
Und wir können mal gucken, was wir uns schon als Waffe holen können. So, wir hätten einmal von Schwester Frieda einmal die Großsense, die haben wir natürlich schon. Oder die Peitsche von Ariandel, dann holen wir uns natürlich die Peitsche. Ja, und das war es eigentlich sogar schon. Das war es sogar schon. Ja, und jetzt gönnen wir uns natürlich hier den Prinzen hier, den Dämonenprinzen. Let's fetz, Alter. Kommt sie durch. Bub. Durchrollen. Okay. Ich hatte mal gehört, dass man den Agilen zuerst besiegen soll. Weil, wenn man den zuerst besiegt, hatte ich gehört gehabt, wird hier der Nicht-Agile, sag ich mal, dann später zum Dämonenprinzen. Und der soll halt nicht so krass abfangen. Dann. Weil er dann nicht so krass ist. Wie der andere. Es wäre. So, Phase 2. So, einmal AOE. Können wir die auch schon direkt hin? So, jetzt komm ran auf den Meter. So, ich meine, jetzt kommt noch einer. Uappa, genau, so. Und op, 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 op. Jo, geschafft, ey. Endlich. Gut, dann haben wir den Dämonenprinzen auch. Digga. Es ist so anstrengend, gegen insgesamt drei Bosse zu kämpfen, Alter. Also zwei und dann halt nochmal einer. Anders abfuck.
Aber egal, wir haben es geschafft. So, bup, bup. Dann haben wir hier Teil. Das Banner. Und jetzt kommen wir erneut in eine so wunderschöne Stadt, ey. Einfach nur geil. Also, diese City hier. Ich liebe es. Da bin ich gerade fast abgeschmiert. Den NPC hier skippen wir. So, mal gucken, ob ich es First Try hinkriege. Ich dachte, ohne einen Treffer zu kassieren, würde ich es hinkriegen, aber es wird wohl immer ein Traum bleiben. Seele eines Meisters. Easy. So muss das sein. So, guck mal, jetzt haben wir es aber geschafft, ohne einen Hit zu kassieren. Gott, jetzt müssen wir es nur hier oben hinkriegen. Wieder ein Hit. Ja, nur nicht zu gierig werden.
Oh ne, jetzt gleich kommt hier wieder diese gruselige Gottesanbeterin, oder? Hi. Naja, diese Schubstyp mir. Und hier sind wir jetzt schon beim nächsten Leuchtfeuer. So, hier ist glaube ich eine Falle gewesen, ne? Aber das Gute ist halt, dass wir es beim ersten Mal so... ja, so auf 100%, sage ich mal, durchgebracht haben. Dadurch müssen wir jetzt halt einfach weniger machen. Hier können wir jetzt gerade mehr oder minder wirklich durchrushen. Da kommst du runter. Hier ist der Ringritter. Easy. Das Ding ist auch easy. Der fällt da ruhig runter. Der kommt hier runter. Das war jetzt risky. Das war risky. Aber egal, hier haben wir auch alles gemacht. Aber ich weiß halt nicht. Es ist halt echt doll, hier einfach so durchzurennen. Hier gibt es so viele Möglichkeiten zu sterben. Aber wenigstens kommen wir mit der Waffe ganz schnell zurecht, hier diese blöden Schildkrötenmenschen hier zu killen, ne? Mit der anderen Waffe davor war das ja... echt verdammt nervig. Ja, ja, komm. So, hier runterspringen. Ja, easy. Ich glaube, den habe ich niemals so leicht besiegen können wie dieses Mal. Kranker Scheiß, ey. So, komm her hier, du. Komm, mach deinen komischen Arschbomben-Attack. Mit der Waffe braucht man gar keinen Plunge Attack mehr. Ach, Bruder.
So. Haben wir das jetzt? Haben wir das jetzt? So, komm her. Nur nicht von den Blitztypen da erwischen lassen. Oh, das war... Oh, das war gerade sehr knapp. Da hatte ich gerade kurz Angst zu verlieren. Titanitbrocken. Ist auch weg. Man muss sagen, die Waffe ist echt gut. So, jetzt rennen wir durch. Aber das müssen wir uns hier nicht geben. Stein. So, apropos. Dann können wir hier eigentlich auch mehr oder minder durchrennen. Ab. Ein Traum. Dann würde ich sagen, hier ist eine super Stelle, um erstmal einen Cut reinzuhauen. Unser Fuß zuckt auch zum Takt. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert auf jeden Fall fleißig. Ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Haut rein.